Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wir haben wieder zwei Herausforderungen geschafft, nämlich die vier Personen aus dem Dorf Dihati rausgeholt aus der Mission 26 auf der Jagd. Dafür gibt es dieses MG und hier haben wir mit einem Rang A abgeschlossen. Diese Person hole ich aber jetzt nicht rein, weil wenn die wieder Kikongo spricht, dann verabschiedet sie die sofort wieder auf die Quarantäneplattform und das würde ich nicht. Wir haben jetzt neue Nebenoperationen hinzubekommen. Wir fangen oben an und arbeiten uns wieder durch, so wie gewohnt, schön mit System. Wir haben hier mal eine Gefangenenrettung, also Nebenoperation 42, Gefangenenrettung 16. Die werden wir uns jetzt nochmal reinziehen. Wir gucken mal, wo es am gescheitersten ist zum Landen. Ja, ich glaube, das ist alles kupft wie katscht, aber ich glaube, die gemütlichste Landezone wäre hier. Ich nehme allerdings jetzt wieder Quiet mit. Ja, das passt schon. Ausrüstung passt auf, abends und los geht's. Ja, wir haben ja wieder einen Hinweis bekommen auf die nächste Hauptmission. Da müssen wir ja einen verschwundenen Mitarbeiter aus dem Informationsteam rausholen, der Informationen hat bezüglich der Epidemie auf der Plattform. Aber wie gesagt, bevor wir das angehen, gehe ich mal die nächsten Nebenoperationen durch und ihr werdet sehen, bei den Nebenoperationen, da kommt dann auch noch eine wichtige, die ist wieder dann gelb markiert. Und wenn wir das dann alles durchgespielt haben, dann kümmern wir uns um die nächste Hauptmission. No matter how many times we talk to him, he just won't listen. He sees everything in terms of victory or defeat and still won't accept that you beat him. We're gonna have to put him in his place. Again. If you don't mind, come back to Mother Base and go on the ground with him. Na klar. Kinder in den Arsch treten. Das kriegen wir doch gebacken, hoffe ich. Ach scheiße, schon wieder zwei verreckt. Hier dieser. So, jetzt haben wir uns das einmal markieren, wo wir eigentlich hin müssen. Das Zentrum markieren wir uns von dem Ding. Ist wahrscheinlich hier. Raus. So, gucken wir uns einmal um. Ja, das ist keine Blümchen. Ach du Scheiße, da ist ein Helikopter. Was macht denn der Dreckshelikopter hier? Und ich habe nichts zum Runterschießen. Ah, ich habe schon wieder Fangkäfige vergessen. Ich wollte ja Fangkäfige mitnehmen. Ja, vielleicht haben wir die da unten sogar eine Flugabwehr stehen. Na klar. Ich bin ja recht dankbar für die Geräuschkulisse. Da haben wir schon mal den ersten. Ja, aber ganz ehrlich, wie kriege ich jetzt echt den Helikopter vom Arsch? Da ist sicher noch ein zweiter, tut dem das gleich auffällt. Genau. Ja.
Ops list updated. Okay, subject is in. Extraction arrived at my client's project. Und den nehmen wir natürlich auch mit. Und festhalten. Und wir sind aus dem Missionsgebiet raus. Dito kommt ja von alleine nicht hinterher. Der schafft es. Das war eine gute Nebenoperation. Die war relativ zügig, hat mir allerdings recht viel Anspannung gekostet. Ihr habt das gemerkt, ich habe wieder nichts gequatscht. Es tut mir echt leid, Leute. Für die Leute, die das halt stört, dass ich manchmal halt wirklich absolut die Fresse halt. Die einzige Möglichkeit wäre noch, dass ich das halt nachkommentiere. Und das würde ich ja eigentlich nicht. Schauen wir mal, ob D-Dog da ist. Ah ne, Quiet haben wir dabei gehabt, ja? Ja, na klar, Quiet. Okay, die kommt auch alleine nicht hinterher. Na gut, das war's mit der ersten Nebenoperation. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ihr der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na dann, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!